So, wir sind jetzt aufgestanden, haben uns fertig gemacht und sind jetzt bereit, im Grand Canyon wandern zu gehen. Und zwar gehen wir... Du hast gar nicht guten Morgen gesagt. Guten Morgen. Und zwar gehen wir zu den Dripping Springs. Die stehen als eine von, glaube ich, 4 Routen in meinem kleinen Wanderführer und sollen wohl sehr schön und abwechslungsreich sein. Und auch recht wenig bewandert. Jetzt probieren wir das einfach mal. Die Wanderung ist relativ lang, 4 bis 6 Stunden und auch ziemlich anstrengend. Wir haben jetzt 2 Gallonen Wasser dabei, weil es empfohlen wird, mindestens 1 Liter pro Person und Stunde dabei zu haben. Der Rucksack ist jetzt echt schwer. Aber ja, wir trinken das ja dann auch, also es wird dann schon gehen. Jetzt fahren wir erstmal zum Starbucks für einen Kaffee. Dann geht's weiter, wenn wir auf dem Trail sind. Keine Schleichwerbung. Meiner ist noch nicht da. Ich habe mir ein Pumpkin Spice Latte bestellt. Da Patrick lacht immer, wenn ich mir so komische Sachen bestelle. Aber ich denke mir, wenn nicht hier, wo dann? Und? Steht jetzt halt Patrick drauf. Ja, steht Patrick drauf. Ist aber für mich. Und ich habe gesehen, wie die da Sahne drauf gemacht hat. Und zwar nicht zu knapp. Dann mal reinschauen. Ja, somit hast du ein ganzes gesundes Frühstück in nur einem Becher. Was denn? Das enthält alle essentiellen Aminosäuren. So, wir haben jetzt so einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil da hinten im Wald nämlich irgendwelche Hirsche sind. Weil wir wissen nicht genau, sind es Hirsche, sind es Elche oder ist es irgendeine komische Mischung? Irgendwie ziemlich groß vielleicht. Ja, und die sehen auch irgendwie ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich die typischen Grand Canyon-Hirsche. Wir sind jetzt ungefähr da, wo die ganzen Lodges sind. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir von hier aus mit dem Bus weiterfahren. Oder ob wir gehen. Oder ob wir ein Stück gehen. Ich will jetzt erstmal hier mein Frühstück essen. Das ist das Leben, oder? Hier ja. Schön sitzen mit einem Starbucks-Kaffee und einem Bagel. Was hast du denn nochmal gekauft? Double Smoked Bacon, Cheddar und Egg. Und das sieht so aus. Mhm. Sieht ja. Lecker aus, ja. Ein gutes Frühstück. Und dann sitzt man hier und guckt halt einfach mal da runter. So, wir warten jetzt hier auf den Bus zu Hermit's Rest. Das hier ist die Route, die wir gehen. Dripping Springs. Tour für konditionsstarke Landschaftsgenießer. So schätzen wir uns halt auf jeden Fall mal ein. Keine Selbstüberschätzung. Ja, also die Schwierigkeit halt beim Grand Canyon Wandern ist, dass du runter relativ einfach kommst, aber du musst den Weg ja auch wieder zurückgehen. Und das ist dann halt echt heftig und dauert oft doppelt so lang. Und ich glaube, dass sich die Leute da oft überschätzen einfach. Ja, aber ich glaube, wir schaffen es schon. Wir haben jetzt 2 Gallonen Wasser dabei und was zu essen. Und wir haben ja keinen Zeitdruck, das heißt, wir können uns Zeit lassen. Erdbeben. Und wir gehen in den Canyon hinein. Hermit's Rest bis nach Dripping Springs. Jetzt ist gerade ein bisschen windstill, also ganz gut, um ein bisschen was zu erzählen. Ja, also es ist echt atemberaubend. Es ist richtig, richtig krass und hier ist gar niemand. Also naja, gut, nicht gar niemand. Ein paar Wanderer sind unterwegs, aber nur ganz wenige. Und im Moment sind wir hier komplett allein. Zeig mal ein bisschen was. Von da oben sind wir gekommen. Und wo wir noch hin müssen. Nein, Wind! Und da irgendwo werden wir runterlaufen, oder? Und wir gehen jetzt natürlich zur allerbesten Zeit, nämlich zwischen 10 und 4, wo man eigentlich nicht gehen soll, von Mai bis September. Aber wir haben eigentlich genug Wasser und salzige Snacks dabei. Ja, wir schaffen das. Wir sind ja gut trainiert. Also zumindest die Nora. Ich kann ja dann hochgetragen werden. Genau, gar kein Problem. Ich übe ja jetzt schon mal mit den 2 Gallonen. Wo sind Eidechsen? Ah ja, da. Der mag gar nicht weggehen. Ja, der hat auch ein schönes Plätzchen. Ja, ich tue dem ja auch nichts.
Na, das sind mal Wanderwege, oder? Da macht sogar mir das Wandern Spaß. Also ich meine... Und das will was heißen. Ich meine, Wandern ist schon ganz okay. So im Großen und Ganzen. Es gibt auch Schlimmeres. Ja, schon. Man muss hier nur halt megamäßig aufpassen, weil es ist schon echt nicht besonders einfach hier zu gehen. Also echt nur Felsen und loser Untergrund. Also wenn man irgendwie Probleme mit den Beinen hat oder so, dann glaube ich, würde ich hier nicht runtergehen. Ja, man muss schon echt trittsicher sein. Ja. Wir sind fast da. Der steile Abstieg ist vorbei. Wir sehen jetzt hier auf der anderen Seite gerade die Felswand, die wir runtergegangen sind. Und wahrscheinlich sieht man das durch die Weitwinkelperspektive jetzt nicht so, aber ja, wir müssen wieder da nach oben. Wir haben jetzt hier eine kurze Pause gemacht zum Wasser trinken und ein bisschen was essen und der Platz hier ist wirklich super, oder? Mhm. Ich gehe mal kurz davor. Fragt euch jetzt wahrscheinlich, wo wir sind. Also wir sind nicht bei den Dripping Springs. Wir sind tatsächlich davor umgekehrt, weil der Abhang einfach so steil wurde und der Weg so unbefestigt und nah am Abgrund. Bin ich eigentlich schwindelfrei. Das heißt, mir ist dann echt richtig schwindelig geworden und dann sind wir umgedreht. Wir sind dann wieder zurück zu der Kreuzung und sind dann einfach den Hermit's Trail ein bisschen weiter gegangen. Und was haben wir denn hier? Ein Stöckchen hängt an deinem Rucksack. Oder vielleicht doch nicht. Ein lebendiges Stöckchen. Lass mal das Tierchen mal hier, oder? Ja, filmst du gerade, oder? Ja, ich film. Ich sehe hier, weil gar nichts leuchtet. Doch? Doch, okay. Wieder die Beinchen heben, mein Gott, ey. Hallo, kleiner Freund. Okay, also jetzt liegt er da auf dem Rücken. Das muss jeder selber wissen. Ja, aber auf dem Rücken ist jetzt auch doof. Komm, dreh dich mal um. Und zurück oben am Rim. Und der Spruch, den habe ich heute Morgen schon gelesen und habe mir gedacht, hey, guter Spruch. Aber da steckt viel Überlegung drin. Gerade haben wir uns noch überlegt, wer einen neuen Motivationsspruch sucht, den er sich vielleicht am Arbeitsplatz aufhängen kann. Eigentlich ist der gar nicht so schlecht.